Hi Leute, ich bin's Alois von WindowsArea.de und wir sind hier auf dem Lenovo Launch Event im Office von Übergizmo und wir haben hier das Lenovo Yoga 900. Das wurde jetzt hier offiziell in Deutschland gelauncht und natürlich haben wir uns hier eine Einheit mitgenommen und werden die jetzt gleich auspacken. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier für eine Hardware haben, abseits hier von dem Namen. Und zwar gibt es hier drinnen eine Intel Core i7 CPU der aktuellen Skylake Generation, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 512 GB große SSD, WLAN AC und Bluetooth 4.0 wird unterstützt und außerdem gibt es ein 13,3 Zoll großes QHD Plus Display. Betrieben wird es von Windows 10 Home, dem aktuellsten Update, ich glaube jetzt in der Build 10.586. Okay, dann machen wir mal hier die Verpackung auf. So, wenn man hier diese zwei da ja, irgendwie aufklappt, dann geht das Gerät da nach oben. Es ist ein sehr schönes, eine sehr schöne Unboxing-Experience. Und eigentlich ist das Gerät in der Folie gehüllt, aber das haben wir jetzt schon entfernt. So sieht das Ding aus. Ist, glaube ich, ein bisschen dicker als der Vorgänger, das Lenovo Yoga 3 Pro. Das war ja das dünnste Windows-Notebook, beziehungsweise generell das dünnste Notebook auf dem Markt. Ja, tatsächlich dünner als das MacBook, das 12-Zoll MacBook. Okay, aber jetzt mal erstmal zur Verpackung und dann schauen wir uns nachher noch das Gerät an. So, was haben wir denn hier drin? Hier haben wir das Netzteil. Ist ein USB-Netzteil, das ist sehr interessant. Dazu komme ich noch später. Dann hier diverse Anleitungen. Interessiert keinen. Und hier haben wir das Kabel. Und zwar hat Lenovo hier ein USB Typ A zu USB Typ A irgendwie Spezialkabel für Lenovo, über das das Gerät eben aufgeladen wird. Ist eigentlich schade, dass es kein USB Typ C Port ist. Aber jetzt mal schauen wir uns das mal am Gerät an. Und zwar haben wir hier den USB Typ A Anschluss, hier auf der rechten Seite. Das ist nicht der Ladestecker. Dann hier das Scharnier und hier hinten ist dieser spezielle Lenovo Aufladestecker und der fungiert gleichzeitig als ein USB 3.0 Kabel. Das heißt, hier kann man hier einen USB 3.0 Stick anstecken, ganz genauso wie man hier ja, das Gerät darüber aufladen kann. Hier ist dann noch ein zweiter USB 3.0 Stecker sowie USB Typ C Anschluss und ein SD-Kartenslot. So, dann packen wir das mal weiter aus, was wir dann noch hier haben. Ich denke, das war es auch schon von der Verpackung. Okay. Die legen wir jetzt mal weg. Und jetzt schauen wir uns das Gerät mal an. Wir haben hier die silberne bzw. schwarze Variante. Und was fällt auf im Vergleich zum Vorgänger? Einmal, das Scharnier haben sie beibehalten, welches anscheinend aus über 800 Einzelteilen besteht. Und ja, es erinnert gewissermaßen an ja, eine Armbanduhr hier hinten. Und weswegen das Gerät den Namen Yoga trägt, das dürften die meisten mittlerweile auch schon wissen. Und zwar kann man hier ja, das Gerät einfach ganz nach hinten klappen, also das Display, und es quasi als ein ja, übergroßes Tablet verwenden. So, das funktioniert auch ziemlich gut und dafür sorgt eben dieses ziemlich schöne und auch sehr spezielle Scharnier, das hier Lenovo beim Yoga 900 verbaut. So, ich hoffe, das Ding hat jetzt Akku, dann schalten wir das gleich mal an. So, auf der rechten Seite befinden sich hier die Buttons. So, hier ist der Ein-Aus-Button. Dann haben wir hier, glaube ich, den, ich glaube, leiser oder beziehungsweise Lautstärke ausschalten oder Konnektivität ausschalten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hier haben wir dann einen Reset-Button, ganz klein, ich glaube zum Neustarten oder generell, ich glaube zum Resetten des PCs. Hier haben wir einen 3,5 mm Klinkenstecker und ein weiteres USB 3.0 Kabel. Okay, das Gerät ist schon eingerichtet, wir haben hier glaube ich schon einen Test-Account drauf und jetzt versuche ich mal, also wir haben hier ein Multitouch-Trackpad, auch einige Gesten von Windows 10 werden unterstützt. Das Touchpad ist ein bisschen kleiner als, ich glaube, beim Vorgänger und generell bei einem 13-Zoll Notebook. Ich hätte mir hier ein bisschen größeres Touchpad erwartet und ich muss auch ehrlich sagen, die Tasten
Sind relativ klein und auch ziemlich weit innen. Das heißt, man hat hier kaum ein Feedback. Ich weiß nicht, wieso man sich dafür entschieden hat, aber es sieht auf jeden Fall nicht so gemütlich aus mit den beiden sehr kleinen Shift-Tasten hier und auch rechts. Hat man sich für sehr kleine Shift-Tasten entschieden und generell wirken die Tasten jetzt ein bisschen klein. Ist jetzt so mein erster Eindruck von dem Gerät. Hier hat man ein QHD Plus Display, das heißt eine wirklich sehr scharfe Auflösung. Ich glaube 3200 mal 1800 Pixel, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Können wir aber auch deswegen gleich nachschauen. Es gibt natürlich wieder ein Touchscreen. Ja, 3200 mal 1800, also eine wirklich sehr hohe DPI. Und natürlich gibt es ein Touchscreen und deswegen wackelt das Display leicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem Modell so ist, aber auf jeden Fall, wenn man hier am oberen Displayrand mit dem Display interagiert, dann hat man schon ein gewisses leichtes Wackeln hier oben. Was mir persönlich jetzt nicht so gefällt, aber das ist eben meistens bei Touchgeräten so. Wenn man das jetzt so aufklappt, dann geht ja leider auch die Unterseite mit. Also ich finde das sehr schade, dass man sich für so ein, ich sag mal so, sehr robustes Scharnier entschieden hat und dann gleichzeitig dann doch das Display beim, ja, beim Bewegen eigentlich beziehungsweise beim Interagieren damit wackelt. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Jetzt will es auf jeden Fall nicht mehr. Anscheinend läuft es. Ja, das Display. Okay, jetzt habe ich es wieder. Wir haben hier noch, was Lenovo sehr toll macht und Microsoft mittlerweile darauf verzichtet, ist, dass sie hier einen Windows-Button eingestellt haben. Unter Windows 10 ist der eigentlich nicht mehr nötig. Zumindest sieht das Microsoft so beim Surface Pro 4 zum Beispiel. Und auch viele andere Hersteller haben sich dagegen entschieden, dass sie beim Display, auch bei vielen Tablets, keinen Windows-Button mehr verbauen. Lenovo macht das auf jeden Fall und mich freut das sehr. Vor allem in der Tablet-Bedienung von Windows 10 ist dieser Windows-Button sehr praktisch. Und jetzt haben wir auch gleich diese Anfrage hier von Windows, ob wir ja, in den Tablet-Modus wechseln wollen. Und wie ich schon beim unserem Review von Windows 10 gesagt habe, Windows 10 ist nicht so gut geeignet für Tablets ohne einen Windows-Button, weil hier auf der rechten Seite eben die Charms-Bar nicht mehr vorhanden ist. Aber das sind jetzt auch zu viele Details, ich schweife ab. Das Gerät macht einen sehr soliden ersten Eindruck. Es ist ein bisschen schwerer als der Vorgänger, auch ein bisschen dicker kommt man so vor. Und mich stört außerdem, also jetzt so in der Bedienung als Tablet, dass hier eben das Display nicht ganz hier auf dem Rücken des Geräts aufliegt. Also vielleicht sieht man das jetzt hier. Ist nicht perfekt gelöst, finde ich. Aber bei so einem großen Gerät wird man es auch relativ selten als Tablet verwenden, also ist zumindest jetzt mein Gefühl. Es ist gut verarbeitet, fühlt sich auch sehr wertig an, also man weiß hier wirklich, dass man ein sehr teures Gerät auch und auch ein sehr hochwertiges Gerät in der Hand hat. Und vor allem dieses wunderschöne und sehr spezielle Scharnier von Lenovo verleiht einem diesen Eindruck. Weitere Details kenne ich einfach jetzt noch nicht. Wir haben kaum das Gerät 10 Minuten in der Hand, haben nur wenig damit getestet. Und sobald uns eine Testeinheit bzw. ein Testgerät zur Verfügung steht, werden wir dann auch sämtliche Details klären. Das war es auch erstmal von mir und vom Lenovo Yoga 900. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!